Guten Abend. Herzlich willkommen hier in dieser Elbphilharmonie große Saal mit mehr als 1000 Sängern, 1150 ungefähr, vielen Amateur-, Laiensänger, die Sänger von der Musikhochschule Hamburg. Stehen wir auf. Und der Sänger von der NDR Chor Hamburg. Sie haben jetzt das erste Stück gehört von Benjamin Britten, natürlich ein sehr bekannter Komponist in England, und auch Edward Elgar ist sehr bekannt wegen seiner sehr schönen Musik, die er geschrieben hat für Chor und Orgel. Und Orgel, wir haben hier eine sehr schöne Orgel in der Philharmonie von Kleist. Da hinten, da ist die große Orgel, aber nicht nur da hinten, aber auch da oben sind auch noch Register drin. Also das ist wirklich wunderbar, und das hier zusammen mit 1000 Sängern und Orgel, das ist phänomenal, wie das klingt. Das haben Sie selber jetzt gehört. Wir singen jetzt für die englische Musik noch drei Stücke von Edward Elgar, Ave Verum, Ave Maria und wieder ein Te Deum. Und das Ave Verum, was wir jetzt singen, das ist sehr bekannt. Das war eigentlich geschrieben als ein Pie Jesu für ein Requiem, aber es hat sich später bearbeitet als ein Ave Verum Corpus. Und Sie hören dann zuerst die Frauenstimme vom NDR-Chor zusammen und dann allen Stimmen ein. Und das Ave Maria wird dann gesungen durch die Studierende und die NDR-Chor zusammen. Und das großartige Te Deum, was auch für Orchester geschrieben ist, aber jetzt in der Orgelfassung von Elgar als dritte Werk von Elgar.
jetzt ein anderer Stil, Deutschland. Brahms, Reinberger, Mendelssohn, naja, anderer Stil. Mendelssohn hat eigentlich sein Stück geschrieben vor England. Also das ist eigentlich auch so, in London ist er auch gewesen und hat er Stück für Orgel komponiert, aber auch für Chor. Und das Hör mal bitten hat eigentlich den Text Hear my prayer. Also eigentlich auch ein englischer Komponist, kann man sagen, aber natürlich geboren in Hamburg, ebenso als Brahms, auch er ist geboren in Hamburg. Ich glaube, gleich hinter den Leitzhalle, so ungefähr, gibt es auch einen Johannes Brahms Platz. Also da sind wir 3 Wochenende gewesen, um mit alle Amateur, alle Leihsänger zu proben vor diesem Konzert. Und das war also ganz in der Nähe von, wo Brahms geboren ist. Ein sehr besonderes Stück jetzt, geistliches Lied. Warum ist das besonders? Es ist eigentlich ein kanonisches Stück. Die Altestinen und die Bässe singen die gleiche Melodie, nur die Bässe singen das einen Ton tiefer. Das ist normalerweise ein bisschen fremd, aber wenn man das nacheinander macht, dann geht das. Und, mit Sopran und Tenor gleich genau dasselbe. Die Sopranen fangen an, die Sopranistinen, und dann einen Takt später kommen die Tenöre einen Ton tiefer. Und das zusammen klingt dann als ein wunderbares Stück. Sehr ingeniös. Dann kommt von Reinberger das Confitebo, sehr schönes harmonisches zweistimmiges Stück. Und dann die Hymne von Mendelssohn ist eine Vertonung von Psalm 55, der Psalm für jetzt, für eine Solostimme und vor Chor geschrieben und natürlich für diese schöne Orgel. Und das ist sind die letzten Stücke vor der Pause und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Danke.
Kraft kann ich nicht widerstehen. Herr, komm du für mich. Gott, hör mein Flehen. Zu fliehen in die Wüste heutig dem Feuer.
Nicht nur in Deutschland und in England gibt es eine große Chortradition mit Jugendchore, Knabenchore, Laienchöre, professionelle Chöre, alles, aber auch in anderen Ländern. Natürlich Ungarn, Kodály, Zoltán Kodály hat sehr viele schöne Chormusik geschrieben und auch eine Methode geschrieben für Jugendchöre. Und so hat er sehr viel bedeutet für Chöre in Allgemeinem und wird auch immer viel gesungen. Und auch in Lettland zum Beispiel, Vasks hat auch viel geschrieben für Chöre und Orgel. Und ja, so gibt es überall in Europa eine große Chortradition. Und heute Abend sind wir davon Zeuge, dass es hier in Deutschland ebenso ist. Kodály also hat geschrieben die Missa Brevis. Und die Titel Missa Brevis hat auch noch ein anderes Untertitel, In Tempori Belli, hat er dazu geschrieben. Und das bedeutet in Kriegszeiten. Es war damals der Zweite Weltkrieg und Budapest war auch daran beteiligt. Und er hat sich versteckt in einem Keller, in einem Kloster. Und dort hat er diese Messe geschrieben. Und die Uraufführung war in der Garderobe von der Oper in Budapest. Die Oper war eigentlich zerstört, aber die Garderobe war noch da und da ist diese Messe zum ersten Mal uraufgeführt. Und eigentlich ist diese Messe also geschrieben im Krieg und hat auch diese Farbe. Man hört in die Introitus von der Orgel, auch im Kyrie, die Traurigkeit, die schwarze Farbe vom Trauern und vom Leiden hört man drin. Und man kann eigentlich sagen, dass diese Messe ein Ruf nach Frieden, um Frieden ist. Und dieser Ruf nach Frieden ist auch das Thema von dem letzten Stück von Vasks, Dona Nobis Pacem. Nur drei Wörter, Musik von dauert ungefähr eine Viertelstunde, aber nur drei Wörter. Und die wird wiederholt und wiederholt und wiederholt, sehr leise, sehr laut. Die Orgel bildet es auch eigentlich. Und so ist es sehr eindrucksvoll, und das jetzt heute Abend mit so vielen Leuten zusammen zu singen. Und diese zwei Stücke im Thema, mit dem Thema Frieden singen wir dann nach der Pause. Wie gesagt, wie zuerst mit einem großen Introitus von der großen Orgel, gespielt von Thomas Cornelius, unser Organist von heute Abend. Thank you.
Das war wunderbar. Vielen Dank, vielen Dank. So eine schöne Abend. Ich denke, wir singen noch einmal ein Stück. Und wir singen noch einmal von Edward Elgar, Ave Verum. Aber wir haben das vor der Pause gesungen mit den Altistinnen und Sopranistinnen vom NDR-Chor als Solostimme. Aber jetzt schlage ich vor, dass wir alle diese Solostimme singen. Und es ist so bekannt eigentlich, wenn alle mitsingen wollen, machen sie gerne mit 2000 Leuten mitsingen.